Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Diesmal mal ein ganz, ganz anderes Video. Und zwar ist es jetzt fast ein Jahr her, dass ich diesen Kanal aufgemacht habe. Damals mit dem Bushido Mythos Unboxing Video. Wer seitdem dabei ist, Alter, das wäre überkrass. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie lange ihr schon dabei seid auf meinem Kanal, mich zu supporten. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wie ihr Kanal feiert, könnt mir auch gerne noch in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-Unboxing war. Aber ich dachte, wir gehen jetzt mal, ich wollte euch mal zeigen, was wir in dem Jahr, wie viele Unboxing-Videos wir dieses Jahr dann gemacht haben. Aber bevor es richtig losgeht, wollte ich noch, wo sind sie denn? Ja, genau. Upp. Passt auf, seit Freitag ist das Zilla-Album draußen, Unboxing-Video könnt ihr euch selbstverständlich auf meinem Kanal geben. Ist seit Donnerstag draußen, gebt euch das, gebt euch supportet Zilla, einer der unterschätztesten Rapper für mich. Und meine ersten beiden Frauenalben habe ich geholt. Loredana ist leider, habe ich online bestellt, ist leider erst sehr spät angekommen. Ihr kennt es ja wie mit den Boxen, aber jetzt habe ich die CD Shirin David Mediamarkt eben schnell geholt. Werde ich mir auch noch geben, aber Support ist auf jeden Fall da. Mal sehen, wie mir das gefällt. Das sind meine, wie gesagt, meine ersten Frauen-Rap-Alben. Mal sehen. Ich werde es mir auf jeden Fall die Tage jetzt geben. Rap-Talk zu Merte ist auch abgedreht. Nicht abgedreht, vorbereitet werde ich jetzt heute Nacht irgendwie noch drehen. Wir haben erst 9 Uhr, 10 Uhr. Ich setze mich dann gleich ans nächste Video, was dann irgendwann die Tage auch rauskommen wird. Und Freitag, wenn die Box pünktlich kommt, kommt ja noch Sido Unboxing Video. Aber ich fange einfach mal an, ein bisschen Revue passieren lassen, welche Boxen wir jetzt alle hatten. Aber ich gehe das jetzt nicht mit der richtigen Reihenfolge durch, sondern ich zeige einfach, wie viele Boxen wir in einem Jahr jetzt hier hatten. Finde ich schon krass, Alter. Ich bin hier umzingelt vom Boxen. Einmal Rave, UFO 361. Haben wir hier. Ich werde die jetzt nicht auspacken, ich zeige euch die nur einmal kurz, damit man mal sehen kann, wie viel wir dieses Jahr gemacht haben, Alter. Dann haben wir hier Bowser mit Fieber. Ups. So. Ja. Jetzt ist es richtig. Dann haben wir hier Merz mit Delikane. Sein altes Album. Er hat ja auch seit 2-3 Wochen, ich glaube 2 Wochen jetzt ein Album draußen. Boxerschnitt, dazu kommt die Rap-Talk-Folge die Tage. Dann haben wir hier Wasel mit Fuego. Das ist übrigens nicht alles von 2019, nicht dass ihr das denkt. Ich habe wie gesagt am 30.09.2018 meinen Kanal mit Mythos eröffnet. Hier haben wir Jasko, Fiasco. Geilster Titel, Alter. Dann haben wir Enno, Fuchs. Dann selbstverständlich Palmus Plastik 2. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben gleich, welche Box ihr am meisten abgefeiert habt. Hier Obststand 2. Alex und Maxwell, wer nicht Bescheid weiß. Was haben wir hier noch? Matrix natürlich, stabil. Was haben wir noch? 18 Karat. Vom Design, Alter. So geile Box, finde ich. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich MO030. Und dann haben wir Mohammed Ali von Ali Asso Motrap, das Collabo-Album. Wie geht's dann hier weiter, Leute? Boxerschnitt vom Mert, wozu jetzt die Tage die Web-Talk-Folge online kommt. Dann haben wir hier Bester Mann von Hengst, BSH, ihr wisst Bescheid. Dann haben wir natürlich das Comeback des Jahres bis jetzt, Shindy. Habe ich auch eine Verlosung damals zugestartet, Alter. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde zum Ende des Videos hier auch noch CDs verlosen als Dankeschön für ein Jahr
langen krassen Support, aber dazu zum Ende des Videos. Capital Bra, CB6. Was haben wir hier noch? Anonym. Ist auch schon lange her, der kann auch mal wieder was bringen, filmen wir mal gerade auf. Dann haben wir hier Endstufe Summer Jam, eins der besten Alben im letzten Jahr. Dann haben wir hier Kurdo mit 11. Stock Sound. Bin mal gespannt, was der als nächstes macht. Dann haben wir Jigsaw. Ja, gespannt, wie es mit Alpha geht. Mit den ganzen Geschichten. Ihr hört es wahrscheinlich selbst. Ist ja viel in Unlauf jetzt. Mit Alpha und so. Der Alpha Center. Bin ich mir nicht sicher, ob der noch kommt. Ich bin gespannt. Timematic. Hygiene. Stabiler Rapper. Was haben wir denn hier noch? Den stabilen Olex Sash, ist ja auch gerade erst draußen. Hier haben wir Keanu, auch eine stabile Box. Der ist safe. So, dann haben wir hier noch, wir sind noch nicht durch, meine Freunde. Hier haben wir Team Kuku, King Khalil ist am Start. Nächstes Album kommt im Januar, vorbestellen Leute, ihr wisst Bescheid. Ja, das hatte ich. Da haben wir hier Loco. Dann habe ich jetzt noch ein paar im Regal. Dann haben wir hier Millionär. GTA. Zack. Auch vom Design und diese Brudiletten, die tragen ich auch viel, Alter. Geile Teile, echt. Jackpot Synergy. Er hat auch ein neues Album angekündigt für 2020. Könnt ihr auf Amazon vorbestellen. Dann haben wir hier Capimo, das Collabo-Album von Capo und Nimo. Was haben wir denn noch hier? Genau, Play 69 ist hier am Start. Zack. Boah, Alter, ich bin... Cerro El Mero, die XXL Megabox, oder? Dann haben wir Genetik. Er bringt im Oktober auch wieder ein Album. Soweit ich weiß, aber er hat noch keine Single oder so gebracht bis jetzt. Also ich habe nichts gehört, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es noch verschoben wird. Aber mal sehen. Flair hat sein Album übrigens auf den 13. Dezember verschoben, fällt mir dazu mal ein. Da haben wir hier Dardan Sorry. Mein erfolgreichstes Video von den Aufrufen, Alter. Dann haben wir Kanun von Gent. Super Plus, Collabo von AZ und Suna. Ach, an dieser Stelle nochmal eine gute Besserung an Suna. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das sieht oder so. Aber vorsichtshalber. Dann Casey Rebel mit Hustle. Haben wir hier noch. Hab ich jemanden vergessen? Jo. Mero, ja Hero, ja Mero. Album kommt jetzt auch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob September. Ich glaube Ende September. Dann haben wir Kalim hier. 0 auf 100. Soweit ich weiß, arbeitet er auch schon wieder an seinem Album. Ich glaube, es soll sogar schon bald was kommen. Und dann haben wir hier natürlich Azad, den Boss, noch am Start. Jo, das war's, Leute. Das waren die Boxen im seit ein Jahr vom 30.09. bis heute, den 21.09. haben wir krank abgeliefert, plus noch zig Web-Talk-Folgen. Ich hoffe, jetzt nächstes Jahr werden wir noch mehr rasieren. Ich habe damals geschätzt, wenn ich in einem Jahr 50 Abonnenten hätte, würde ich mich schon freuen. Aber ich habe 87 Abonnenten. Danke dafür. Ich hoffe, ihr seht, wie viel Arbeit ich echt in diesen Kanal stecke. Ich arbeite 40, 50 Stunden die Woche ungefähr. Ist immer unterschiedlich. Aber. Und ich stecke alles. Ich stecke alles, was ich kann, noch nebenbei in diesen Kanal. Und hoffe, ihr seht, wie viel ich hier mache. Und. Ja, wie viel Herzblut ich hier reinstecke. Ich hoffe, dass ich. Vielleicht kann man damit sogar irgendwann Geld verdienen. Aber wenn es nicht so ist, ist es auch halb so wild. Es macht einfach Bock, weil ich liebe Rap, Hip-Hop.
Bruder, das war mir so, wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich es nicht machen, Leute. Und an dieser Stelle kommen wir mal zum Ende des Videos und zwar zu der Verlosung. An dieser Stelle nochmal Grüße gehen raus wegen dem letzten Gewinnspiel, wegen Luciano, die CD. Wenn du das Video siehst, sage ich nochmal, ich schicke die CD Montag los und dann kriegst du die Luciano-CD selbstverständlich. Aber wir haben ja schon geschrieben. Und zwar werde ich einmal die Oleg Sesh-CD Augen Husky verlosen, die ja ganz neu eigentlich ist. Ist auch noch zugepackt mit Preis, ihr wisst Bescheid. Upp, so. Dann habe ich noch drei Alben geholt, die ich verlosen werde. Und zwar haben wir hier ein Sido Best Of. Dann Palm aus Plastik, Teil 1, ne, Teil 2, nicht, dass ich hier Scheiß erzähle, oder? Ja, Teil 2 werde ich noch verlosen. Und dann werde ich noch von Bushido und Shindy Classic verlosen. Was ihr dafür tun müsst, schreibt mir in die Kommentare, was ihr auf diesem Kanal so feiert und nicht, ne, warum ihr diesen Kanal so feiert und welche CD ihr gerne ha haben wollt. Ich werde pro Person natürlich nur eine CD an denjenigen verlosen. Also schreibt daneben, welche CD ihr gerne haben wollt. Und mehr müsst ihr dann auch nicht tun. Danke für euren krassen Support. Freitag geht's weiter mit Sido Unboxing Video, wenn es pünktlich kommt. Raptop Folge wird nächste Woche davor noch irgendwann rauskommen. Ich tippe mal Mittwoch, Dienstag. Kann aber auch Montag sein, mal sehen, wann ich das Video fertigstelle. Wenn ich es heute Nacht noch fertigstelle, kommt es schnell raus. Sonst kommt es ein paar Tage länger. Ja, und sonst wünsche ich euch nur das Beste. Ich bin raus, Leute. Peace.